Ja, liebe Leute, so sieht das aus. Willkommen zum nächsten Video. Ich grüße euch. Ja. Puh. Heute geht das Gott sei Dank. Heute ist Regentag draußen angesagt. Nicht ganz so spülend, drückend warm hier. Ich habe mir so eine Fackel gekauft. LED-Fackel. Es gibt auch so ein Dings hier zu kaufen für Garten oder draußen reinstecken. Was ist das hier für ein Teil? Ach, guck mal, das könnte die Lampe sein. Oder ist das von... Ach nee, das ist von der Dings. Okay, gut. Und ich habe, wie ihr schon sehen könnt, dieses Flackern. Ja, das werde ich in dieses brennende Haus reinstecken. Wenn ihr das mal sehen könnt, wenn man hier so ein Tuch aufhält, guck mal, dann sieht das optisch besser aus. Ja. Ist doch genial, oder? Wenn ich dieses Brandflackernden da reinsetze, in das brennende Haus, das brennende Haus von Vollmer. Da ist das. Guter Stück. Ja. Könnte man ja was Geiles draus machen. Ich muss euch mal hier mal hinstellen. Warte mal. Ein Stativ hier. Hüp, mal hinstellen. Schon. Hüp. Könnt ihr mich besser sehen und besser erkennen, wenn ich das jetzt hier einbaue, dieses Geflagger. Gucken. Natürlich wäre das besser, wenn es dunkel wäre, ne? Aber wenn man das so erkennt, würde das richtig gut aussehen. Oder was meint ihr? Kann man das längs einbauen? Warte mal, da kann man das einbauen. Also wenn man das jetzt so einbaut hier, dieses Flackern, würde es richtig glühen hier in diesem brennenden Haus. Rauchgenerator einbaut. Schlecht wäre das nicht. Mal gucken, muss ich mir mal überlegen. So, liebe Leute, ja, mit dem Flackern finde ich gar nicht mal so schlecht. Wenn ich denn das hier einbaue, ich habe das jetzt von so einer Fackel abgebaut. Ja, die Fackel hat 10 Euro gekostet. Eigentlich von so einem Gartenstecker-Fackel, LED. Wenn ich das jetzt hier so einbaue, in meinem Haus, sieht das optisch schon mal richtig geil aus, finde ich. Guckt euch mal rein, kann ich hier auch so reingucken. Ist richtig, es flackert auch richtig, es leuchtet richtig. Von unten fängt das ja an hier, wie das auch richtig sein muss. Ich finde das optisch mega geil. Kann ich das vielleicht noch mal ein bisschen besser zeigen? Noch mehr dunkel hier ist. Büpp, büpp, büpp. Guckt euch das mal an. Das sieht doch aus wie echt. Wenn ihr mal Flackern hier reinsetzt, unten flackert das los, so wie das wie ein Feuer auch eben ist, und geht nach oben, ne, zum Dachstuhl. So stelle ich mir das vor.
Das sieht doch richtig wie echt aus. Wenn ich das denn so einbaue, hat das doch was von der Optik her. Mega geil. Ich finde die Idee alleine gut. Die Fackel hat mir jetzt 10 Euro gekostet. Kann ich auch sagen, bei, wo war das? KDW oder sowas. Und ja, die gibt es auch irgendwo anders, die Fackeln zu kaufen. Bauhaus oder Baumarkt oder was weiß ich. Ich weiß aber nicht, wie teuer die da sind. Baust die Elektronik einfach hier aus diesem Fackel-Ding da. Und baust das hier im brennende Haus rein. Schon hast du einen geilen Effekt. Ja, guckt euch das mal an. Ja. Das brennt, sieht aus wie echt. Ja, richtig so. Mega. Mega, sage ich nur. Ja, hier auch der Dachstuhl hier, wenn du da so reinguckst. Dann machen wir mal wieder scharf hier, du. So, Entschuldigung. Ja, der Dachstuhl hier. Wenn du hier so reinguckst in das brennende Haus, sieht das aus wie echt. Ja. So habe ich mir das vorgestellt. Mega cool. Ja, deswegen habe ich das da ausgebaut aus dieser LED-Fackel, diese Elektronik. Und was auch vor allem auf beiden Seiten so, ne? Es ist ja nicht nur eine Seite so beleuchtet, sondern auf beiden Seiten so. Umso mehr Licht hast du da an diesem Haus denn auch drin, ja, so wie im Feuer eben auch aussehen soll. Ne? Ich finde das gut, die Idee finde ich genial. Ja, so habe ich mir das vorgestellt mit dem brennenden Haus. So, das war nun mal zu dem Thema, wie später mein brennendes Haus aussieht. Ich glaube, ich muss mal hier wieder ein Licht anmachen. Ich wollte es euch extra mal zeigen, wie das im Dunkeln dann natürlich auch wirkt. Bringt ja nichts. Bringt ja nichts, wenn ich das zeige. Und das ist volle Helligkeit hier. Kann man das ja nicht sehen. So, nicht unbedingt. Ja, so sieht das Ganze aus, wenn das dann beleuchtet ist. Und ich finde das optisch genial. So. Ja, so, jetzt haben wir noch mal was geändert. Thema Gleis oder ja, hier haben wir ein Stück reingesetzt, also noch mal den Bogen. Dann haben wir hier noch mal ein Stück reingesetzt und gleich einen Knick und der ist dann gerade wieder. So, ne? Auch Abstellgleis ein bisschen länger. Dann haben wir hier nächsten Platten noch geklebt, so sieht das Resultat aus. Da kommt ja noch Sand hin und allem drum dran. Hier kommt jetzt die Feuerwehrwache hin, die ich mir gekauft habe für 3,50 €. So, und so sieht das aus mit dem Gleisplan. Weiche, dann kommt eine Weiche da rangesteckt. Und dann geht die ab hier vernünftig. Dann kommt der Lokschuppen hin. Geht eben nicht anders. Ich kann hier kein zweites Gleis hinsetzen. Darum kommt der Köflokschuppen hier hin. Wegen dem Wasserturm kann ich kein zweites Gleis da hinsetzen. Ich will den Lokschuppen auch nicht hier ganz dicht an der Kante haben. Das sieht ja meines Erachtens irgendwie beknackt aus und nicht schön aus. Ja. Auch wenn ich den Schuppen jetzt hier hinsetzen würde, wäre das Gleis ja wieder tot hier. Geht das auch wieder nicht? Ginge auch nicht. Hätte ich wieder hier kein Gleis. Hätte ich nur den Lokschuppen da. Das ist auch beknackt, ne? Also ich finde das so von dem Gleisbaumäßig sieht das schon nicht schlecht aus.
Entschuldigung, der Stellwerk kommt natürlich wieder hier hin. Das habe ich jetzt erstmal noch weggestellt, eben gerade. Ja. So habe ich mir das eigentlich überlegt mit dem ganzen Kram hier. Ich finde das optisch gar nicht schlecht. Und dass da eben nur eine Schiene ist am Bahnhof. Das ist ein kleiner Bahnhof. Was soll dann, ja. Was soll dann Doppelschiene hin, ne? Klar, wäre nicht schlecht gewesen. Zug Lok rein, raus und dann wieder rein und dann koppelt die wieder an und dann fährt die wieder weiter. Wäre nicht schlecht gewesen, aber ich sag mal, so ist, geht das auch, finde ich. Finde ich vollkommen so in Ordnung. Also mir muss es ja gefallen und so gefällt mir das ganz gut. Hier habe ich noch ein Abstellgleis für eine Lok, meinetwegen, oder was ich. Bin gerade überlegen, vielleicht irgendwo eine Bekohlung noch hinzubauen. Oder irgendwo dazwischen. Geht ja vielleicht auch noch. Ja. Aber viel mehr würde ich auch hier nicht machen mit Gleis. Also die sind überflüssig. Gehören da nicht hin. Aber so, ich sag mal, ne, der Köflokschuppen oder auch für den kommt dahin. Und ja, also so habe ich mir das gedacht. Natürlich kommt das Tunnelportal dahin. Oder ich hole mir noch mal ein anderes. Mal gucken. Mal sehen. Ja, so sieht das Ganze aus. Aber mir gefällt das so wie ich das jetzt aufgebaut oder hingestellt habe. Fehlt auch irgendwie eine Tür oder sowas, ne? Ja, kann man vielleicht noch mal reinbauen. So, und dann, ja, ich habe jetzt den noch einen Kasten weggenommen, der Pappkasten, der ist sowieso so überflüssig. Bisschen mehr Platz noch hier. Und dann kommt hier also Felswand hier hin, da und da, und oder vielleicht auch noch ein Tunnelportal dahin. Für die Autos nachher, die dann da hinten verschwinden im Tunnel. Ja. Und dann hier oben soll irgendwie ein Tunnelportal auch nochmal hin. Dass dann die Straße optisch hier noch da oben rauskommt und dann zum Hotel hin. So habe ich mir das überlegt. Ja. Soweit habe ich mir das gedacht. Und dann kommt hier das Stellwerk hin. Hier kommt der Köflokschuppen hin. Da kommt der etwas größere Lokschuppen hin. Kann ich auch noch ein Schweißlicht einbauen später oder sowas. Kann man richtig schön reingucken. Und ja, so sieht das aus. Und ich freue mich über diesen Bahnhof. Ich finde super den Bahnhof. Der passt wunderbar hier hin. Gefällt mir richtig gut. Wesentlich besser als der Bahnhof hier. Ja. Da kommt denn da die Feuerwehrwache hin, kommen noch mal ein paar Bäume hin, dann die Autowerkstatt, Trabant Autowerkstatt, und dann kommen noch mal wieder ein paar Bäume hin und wieder ein paar Häuser hin, so wie die jetzt stehen. So habe ich mir das gedacht. So, und dann, ja, und dann hier kommt dann der Bahnhof hin mit dem Kiosk und sowas und mit der Taxisäule da, und ja, so nach und nach, Stück für Stück kommt das dann hier so, ne? Das jetzt hier weiche, nochmal weiche, hier will ich auch vielleicht auch nochmal, hier kommt noch ein Stück Platte vielleicht ran, von da bis da vielleicht ungefähr so, dass man hier nochmal ein Gleis, Abstellgleis hinstellen kann, und hier auch nochmal, ja, würde optisch gar nicht mal schlecht aussehen. So in dem Sinne. Und da nochmal ein Gleis und da nochmal ein Gleis. Abstellgleis. Für was weiß ich auch immer. Kleine Loks, Dampfloks. Man muss Ideen haben, dass sie auch hier rangieren können. Hier hin und her. Ja, so in dem Sinne. Jo. Genau. Aber mir gefällt das richtig gut hier mit diesem Stellwerk.
Das ist wesentlich harmonischer, ne? Das passt alles besser gut zusammen. Das und mit den Köf-Lokschuppen, mit dem anderen Lokschuppen hier, mit dem Wasserturm dran und mit den, ja, mit dem Bahnhof hier, das optisch schon echt genial aussieht nachher. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. So sieht das Ganze aus. Ne? Gucken, ob ich die Platte. Das mal hier hinstelle. Jo, kann man machen. Muss man aber nicht. Nee, das muss erstmal hier. Die brauche ich erstmal noch nicht, die Platte, aber wenn dann so der Bahnhof kommt weg. Oder die Figuren nehme ich ab und dann kommen die auf den anderen Bahnhof rauf. Die Bank kommt dann auch da weg. Kommt dann auch da vielleicht hin. Auf den neuen Bahnhof habe ich mir überlegt, Großsachsen. Würde ihr das Schild abnehmen und dann den Bahnhof Großsachsen nennen? Wäre gar nicht mal schlecht, ne? Tja. So. Ja, aber was haltet ihr von mit dem brennenden Haus? Mit der Elektronik hier finde ich das echt genial. Das sieht so immer komisch aus, ne? Wenn das so draußen ist. Aber wenn du es irgendwo einbaust, oder hier diese Fackel, oder auch nur so ein Tuch dran hältst, ne? Sieht das schon optisch wesentlich genialer aus, ne? Wie ein richtiges Feuer. Und so ist das, sieht das im Haus ja auch dran aus. Und ja, ich baue das auf jeden Fall da ein. Ich finde das genial, die Elektronik. Genau mein Geschmack. Gut, machen wir wieder aus. Gut. Jo, kleine Spielereien, ne? Aber ich finde das super. Das passt wunderbar in dieses Brennerhaus da rein. Ja, zum Thema, was machen wir jetzt? Fahrvideo machen wir mit der Lok auch nochmal. Mal gucken. Ja, also so habe ich mir das gedacht mit dem ganzen Kram. Auch mit den Schienen da hinten. Ja. Gefällt mir schon mal richtig, richtig gut. So ist das sehr schön. Ne? Jo, Beleuchtung, Lampen. Ich mal gucken, wenn wir gleich mal eine Tüte oder eine Kiste finden, wo ich die reinpacken kann. Dass sie hier nicht so lose rumfliegen. Aber eine Kiste werde ich ja wohl noch irgendwo rumliegen haben hier. Ja, eine lose Kiste. Ach guck mal, ich habe hier noch einen Prellbock. Das ist ganz gut. Kommen natürlich irgendwann andere Prellböcke hin. Hier in dem Bereich. Aber erstmal sage ich mir, baue ich die hier hin. So. Genau. Das nehmen wir erstmal weg. So. Und wie gesagt, das ändert hier noch nicht. Ich mache hier noch eine schräge Platte ran. So, dass man hier nicht gegenstößt. Natürlich, das mache ich mal so. Sehe ich dann zu und dann kommt das hier ran und dann kann ich hier auch noch hier ein, zwei Gleise andocken, als Abstellgleis. Warum nicht? Ich finde das gar nicht mal schlecht. So, gut, liebe Leute. Das war's erstmal wieder mit dem Bereich und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Und aber wie gesagt, so ist der Stand der Dinge. Wie gesagt, ich freue mich über diese Feuerwache, die passt wunderbar hier hin und optisch auch schon passt die ganz gut hier hin. So eine Feuerwehrwache hat mir irgendwie noch gefehlt hier in dem Bereich.
Und ich finde, das passt ganz gut hier in der DDR-Ecke hin. Auch jetzt mit dem Bahnhof, alles so zusammen und mit den Häusern. Das ist, finde ich, irgendwie optisch schon genial. So. Aber vielleicht findet man ja auch noch eines Tages andere Häuser noch in dem Bereich, wo man die dann ja hierhin bauen kann. Man weiß es noch nicht. Ja, also erstmal bleiben die so. Eine Anlage verändert sich ja immer irgendwie in dem Bereich. Ne? Man glaubt ja immer nicht, ja, bau mal fertig und dann sieht das gut aus. Aber wenn man doch mal was Neues findet, und zum Beispiel die Feuerwehrwache, dann baut man da mal eben was um oder ja, sind die Pläne wieder ein bisschen anders. Die Feuerwehrwache würde sehr gut da in dem Bereich passen, finde ich. Auch nicht zu dicht an den Häusern, will ich das nicht machen. Und dann kommen die jetzt wieder zu. Da wieder ein paar Bäume hin, wo der eine Baum steht da und ein bisschen grün und dann kommt die Trabant Autowerkstatt und dann ja und wieder ein bisschen grün, ein bisschen Bäume und sowas und dann kommen die Häuser, wo ganze Wohnhäuser. So habe ich mir das überlegt. Die dann so ein bisschen am Bahnhof dran stehen, so ein bisschen optisch. So gefällt mir das ganz gut mit dem ba mit den ja Stellwerk hier und ich finde, das macht ein gutes Bild hier in dem Bereich. Ja, gut, liebe Leute, ich verabschiede mich, bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Bis dahin, tschüss, tschüss.